Darin, let's play. Ja, meine lieben Zelda-Freunde, und damit auch wieder dieses Mal ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Wir sind hier in der letzten Folge in diesem antiken Tempel gelandet. Wir wissen noch nicht so wirklich, was damit anzufangen, weil es einfach komplett unbekannt ist, was oder wer hier angebetet wurde oder immer noch angebeten wird. Angebeten wird, kann man nicht sagen, hört sich komisch an. Ja, hört sich aber, ist aber richtig. Ja, wir wissen gar nichts. Wir wissen nichts hier drüber. Wir wissen, hier ist irgendwo ein Schrein. Wenn wir unseren Schreinometer blimmeln hören, alter Verwalter, davon ist der Schrein. Und wir haben hier so ein paar Kollegen am Start, die uns das Leben schwer machen wollen. Nämlich Wächter. Unzählige Wächter. Wenn ich mir hier so umgucke. Wir machen hier einen nach dem nächsten platt. Fangen wir mal mit denen hier an. Wahrscheinlich tötet er uns jetzt. Ja. Ich hab's gewusst. Beim ersten Mal funktioniert das nie bei mir mit dem Blocken. Ich weiß auch nicht warum. Was ist denn hier los? Hallo? Nee, einer reicht. Der wollte schon schießen. Mal, dann machen wir eben erst dich platt, wenn du dich vordringeln willst, von mir aus. Da hast du davon. So, der nächste. Ah, was ist hier los? Ey, ich weiß, wann ich drücken muss, aber ich drück zu spät. Hallo? Der Knopf ist kaputt. Der Knopf ist kaputt. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Was macht denn hier Nintendo für Ramsch-Controller neuerdings? Da bin ich aber besser gewohnt von früher. Da muss ich mal sagen. Katze ist ja aber. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Haben wir eine Fee? Klar. Nee, warum? Wir brauchen schon eine Fee. Ist ja Luxus. Ich knall den gleich ab, da reicht's mir. Geht doch, ey. Was für eine Geburt. Klar, na jetzt ist es natürlich. Der nächste, bitte. Ich habe gar nicht gedrückt. Diesmal war ich so langsam. War ich zu schnell? Ah, ich weiß nicht, was los ist. Heute ist, glaube ich, nicht mein Tag. Ah, geht doch. Bisschen Konzentration. Dann geht das alles. So. Zu früh. Jawohl. Da habe ich eine Truhe gesehen, da vorne. Eine Truhe. Wir ziehen mal die Krog-Maske an, so, damit wir rausfinden, wenn den Krog ist. Hallöchen, 300 Rubine? 100 Rubine, ah, sehr schön. So. Wer will, wir hatten noch nicht. Da ist schon wieder ein Geheimgang. Mit einer Truhe. Ich sag wieder 300 Rubine. Antiker Riesenkern. Auch nicht schlecht. Ah, da sind schon wieder zwei aktiv geworden. Und wieder den Kopfschmuck gewechselt auf den Helm. Wir machen die am Fließband platt. Ich habe da auch kein Problem mit. So. Da vorne ist noch eine Truhe. Da oben eventuell auch. Müssen wir uns da nochmal umgucken, nachdem hier alles geplättet wurde. So viel Glück wir haben, ist wahrscheinlich jetzt gleich Blutmond. Nee, ist schon nach 3 Uhr nachts. Dann geht er nicht. So. Eine weitere Truhe erwartet uns, bestimmt mit glitzerndem Inhalt. Naja.
Feuerpfeile glitzern dann doch nicht so unbedingt, würde ich meinen. Okay. Da das anscheinend alle Gegner waren, so augenscheinlich zumindest, können wir schon wieder mit der Croc und... Ne, der wackelt nicht. Mit der Croc und Kletterausrüstung umherstolzieren. Ach, da vorne wächst einfach so ein Baum, so ein krummer. Auch nicht schlecht. So, da haben wir noch nicht gelootet. Habe ich mir jetzt wehgetan bei der Landung? Ah, guck mal, da ist eine fette. Da ist eine fette. So eine Königin. So eine Fee. So eine dicke. Eine ganz dicke. Ah, da muss ja was Besonderes sein hier. Ist das eine Quelle der irgendwas? Kraft, Mut haben wir ja schon. Ist das die Quelle der Weisheit? Ha. Wobei, nee, die Quelle der Weisheit müsste eigentlich laut den Erinnerungen, die wir haben, auf der Ranell-Spitze sein. Das hier ist eine unbekannte Quelle. Eventuell. Eine ausgetrocknete Quelle. Weiß ich nicht. Oder gar keine Quelle. Aber irgendwas Göttliches wurde hier verehrt. Irgendwann einmal vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Rona-Kata-Schrein. Hallo. Ah, ein Croc. Beten. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Für 4 Zeichen. Ach so, ja, komm. Ja, wollten wir sowieso machen. Gib mal ein Herz. Große Fee. Große göttliche. Irgendwas. Und irgendwo ist hier ein Croc. Ich hab's gehört. So, damit haben wir, ich weiß nicht, 11. Ich glaube 11 Leben. 11 Herzen. Oder 12? Weil, ich glaube 11. Bringe Frieden nach Hyrule zurück. Ja, das ist unser Ziel. So, irgendwo hier ist was. Die Frage ist, wo? Hier schon wieder nicht mehr, ne? Ja, irgendwo da. Irgendwo hier oben muss das sein. Ja, ohne die Croc-Maske hätten wir das jetzt nicht rausgefunden, dass hier irgendwo was sein muss. Bestimmt hier hinter. Da ist ein Stein. Ha, da soll einer draufkommen ohne Croc-Maske. Ey, ist das gemein. Du hast mich entdeckt. Ja, du warst ziemlich schwer zu finden. So, sehr gut. Dann können wir uns jetzt dem Schrein widmen. Ist hier... Ah, okay. Hier ist die Schlucht auch perfekt zu Ende. Okay. Runter da. Wie hieß der Schrein? Ich hab's gelesen, aber nicht registriert. Irgendwie Tahok, Mohok, irgendwie sowas. Tahok, keine Ahnung. Werden wir jetzt sehen, wie das gute Ding heißt. So. Feuerschleime. Ich glaube, das ist hier wieder nur ein Segen, den wir abholen müssen. Ja, ist wieder nur ein Segen. Rona Katas, da kommt nirgendwo Kahok Mohok drin vor. Rona Katas Segen von mir aus. Ey. Öffnen. Und wir kriegen Feuergroßschwert. Wir haben ja noch nicht so viele davon, ne? Ist jetzt nicht so der super bombastische Loot, aber pff, okay. Die Musik hat sich wieder anders angehört, finde ich, ne? In dem Schrein. So, damit haben wir jetzt, glaube ich, 60 glatt. Dann ist ja schon mal eine Zahl. Ja, 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 ja. Und? Wo steht's? Ah, 61. Wir hatten gerade schon die 60. Ja, 61 Schreine. Ah, ist das schön. Ja, da können wir uns jetzt hier wegteleportieren. Wir haben ja hier soweit alles gesehen. Und uns dann... Ja, wir müssen uns noch oben drauf umgucken, weil da ist ja noch irgendwo ein Croc. Oben drauf noch irgendwo. Wobei, hier hinten habe ich mich noch nicht umgeguckt, ne? Aber das können wir ja machen, wenn wir jetzt uns hier hin teleportieren und dann da runterfliegen.
der vergessene Tempel von irgendwas. Wir haben leider nicht rausgefunden, wovon, aber von irgendwas. Der vergessene Tempel von Takmohok, oder nee, der hieß ja gar nicht Takmohok, der ist irgendwas mit Kala, was weiß ich da. Ist schon wieder am Regen, was ist denn hier los? Ach, das ist doch Shitwetter. Langsam nervig so ein bisschen, ne? Da freut er sich. Ach ja. Wir springen jetzt. Das hat keinen Sinn mehr. Ich hab keinen Bock auf diese Scheißwelt. So. Haben wir noch irgendwas? Irgendwas zum Wegsprengen oder so? Hier unten ist nicht am Regnen. Cool. Wölfe, gehorcht mir oder erleidet das Schicksal des Todes. Wie entscheidet ihr euch? Folgen oder sterben? Hä? Wie sieht's aus? Ja, jetzt reicht's aber. Ah, Koffi. So. Haut nur ab! So. Du hast gesehen, wie die kurz da in Schockstarre verfallen, bevor sie dann tot umkippen. Aha, ein Kampf. Ein ebenwürdiger Gegner. Ja gut, vielleicht nicht ebenwürdig, aber ein Gegner, der ist... Komm her! Du hast einen Bogen in der Hand. Warum reitest du so weit auf mich zu? Hüpsa! Irgendwelche letzten Worte. Hallo. So, der sagt nichts mehr. Wenn der auch noch was sagt, dann weiß ich auch nicht. So, was haben wir denn hier schön? Kennen wir natürlich schon. Aber ich vertraue dem Bogen. Ich vertraue den Dingsterbumster ja nicht mehr. Ich traue nix und gar nichts. So. Krocki, Krocki. Krocki, Krok, Krok. Was ist das denn da vorne? Das ist einfach nur ein Gras. Irgend so ein Kaktusgebüsch oder keine Ahnung. Schon wieder so ein Köter. Ah, irgendwo ist ein Grog. Okay. Wahrscheinlich hier. Da ist er doch. Hallo! Nummer 29? Ah, 25. Diesmal bin ich voll übers Ziel hinaus. Komisch. Ich dachte. Ja, ein paar Meterchen ist das hier noch. Ach verdammt, die Wölfe kommen, die wollen es wieder wissen. Jetzt haben sie große Klappe. Wenn du dann einmal angreifst, dann hauen sie ab. Dann merken sie, ah, der Hylianer lässt sich ja doch nicht so einfach reißen. Da hauen wir mal lieber ab, das ist zu gefährlich. Feiglinge. Keine Herausforderung hier. Ja, hier vorne geht die Schlucht dann wohl noch weiter. Wobei, nee, da ist ein Stein zum Wegspringen. Den Mund. Ey, der hat überlebt. So, der aber nicht. Dahinter ist definitiv der Krog. Man hört ja schon die Maske zischen und pulsieren. Jawohl. Sehr gut. Jetzt aber 26. Haha. So. Okay. Damit haben wir hier im Gebiet, in der Schlucht, denke ich mal, alles gesehen, was von Interesse ist fürs Erste. Krog, Krog. Krog. Krog, wie viele Krogs hier sind. So, hier oben drauf müssen wir jetzt nochmal gucken. Dazu gehen wir zum Teleportmedaillon zurück.
Wir reiten dann mit Ipona in diese Richtung. Springen da einmal auf das Dach des Tempels und freuen uns über den Kock, den wir da noch finden werden. Ziemlich weit am Anfang war der ja, glaube ich, ne? Ja, ja. Direkt am Anfang, bei dem ersten Wirbelsturm, den wir hochgeflogen sind, da hat es dann auf einmal und gemacht oder so. Mal hier, sag mal, das ist so ein Scheißwetter. Ich könnte mich schon wieder aufregen. Ist das hier Regensaison oder... Abmarsch. Über den Wolf. Wenn das geht. Der hat mich geärgert. So, da vorne sind wir schon. Ha, ha, ha. Wie tief ist das denn? Ja, da kommen wir nicht hoch. Glaube ich. Aber ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt Mittel und Wege. Und zwar... und zwar den hier. Da kommen wir auf jeden Fall wieder hoch. Egal wie tief das ist. Guck mal, wie das von oben aussieht. Hier ist schon auch noch ein paar Truhen oder so zu finden. So, eigentlich müsste der jetzt hier anschlagen. Ja, hat er schon. So, irgendwo hier muss er sein. Die Frage ist, wo? Ist er was zum Abballern? Oder... Hier nicht. Irgendwo da. Hier auch nicht. Also irgendwo hier. Ja, wir kommen der Sache näher. Hä? Wo denn? Ich sehe nichts. Da, hier ist auch schon wieder nichts. Oder ist der? Der verwirrt mich. Der weiß ja selber nicht, wo er ist. Oder ist er da unten? Kann sogar sein, ne? Dass er hier irgendwo ist. Ach, da. Da soll mal einer drauf kommen, auf den Mist. Ja, natürlich. Sehr gut versteckt, Krok. Kompliment. Da freut er sich, der Kleine. So, wir da jetzt hochkommen? Ja, da kommen, da kriegen wir auch ohne Kletterklamotten hin. Wir laufen da eben nämlich oben nochmal drüber. Vielleicht gibt es nämlich noch den ein oder anderen Krok. Oder schaffen wir das? So ein bisschen hoch, ne? Ja, aber das kriegen wir hin, das kriegen wir. Der Schirm ist jetzt einsatzbereit. Ha! Haben wir geschafft. Zwar ist die komplette Ausdauer weg, aber egal. Egal. Wir laufen hier mittig durch. Da müssen wir jeden Krok registrieren können, der noch da ist. Falls hier noch einer ist. Und eine Truhe eventuell. Müssen wir Ausschau halten, so ein bisschen. Da vorne ist was zum Wegsprengen. Ist schon mal gut. Ah, ist auch wieder ein Krok. Cool. Nee, hier ist gar... Nee, hier, oder? Ist hier ein Krok? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Voll der Krokjäger hier. Jäger der verlorenen Kroks. 28. Okay, weiter geht's.
Ist das hier ein Gebiet? Da gibt's ja nicht. Ist auch so nervig zum Laufen, finde ich. Immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Links, rechts, hoch, runter. Ah. Da vorne, der Stein sieht schon wieder seltsam aus. Finde ich. Ich habe irgendwas im Auge. Ha, ich hab's gewusst, der sieht hier schon so seltsam aus. Ah, okay, eins von der Sorte. Ja, warum nicht, ne? Wo haben wir denn das Steinchen da? Ja, toll. Wo soll der denn rein? Der kann da überall reinpassen. Gucken wir mal an. So, wir haben das... Na, okay, ist ganz einfach. Einfach hier oben drauf, runter zu mir ein Stück. Ja, genau so, nicht anders. Krocksam. 29, was habe ich vorhin gesagt? 29 haben wir, ne? Jetzt haben wir 29. Können wir uns, glaube ich, sogar schon, ja, keine Waffentasche von holen. Aber, Schildtasche oder so bestimmt. Oder Bogentasche. Wäre wahrscheinlich auch noch drin. Okay, damit haben wir hier alles, würde ich sagen. Cocktechnisch. Und truhentechnisch. Ja, ja, ja. Die Karte ist auch schon zugepflastert. Wobei rein theoretisch, hier ist schon ein bisschen krockleer die Zone, ne? Wenn man sieht, da sind zwei, hier ist einer, hier sind welche. Das ist hier schon so ein bisschen wenig, ne? Ich laufe da nochmal her. Nicht, dass da auch noch welche sind. Würde mich ja nicht unbedingt wundern. So. Hier so irgendwie. Aber der Krok sagt nichts. Dann ist da auch nichts. Wenn der Krok nichts sagt, dann ist da nichts. Ja, okay. Dann zurück zu Epona. Sind wir hier fertig in der Schlucht? Fürs Erste. Da können wir uns jetzt diese Alpo-Berge oder was das da war angucken und werden uns dann so langsam nach Norden zur Marokko oder Makoko oder irgendwie so heißt die Insel da vorarbeiten. Da vorne ist noch ein kleines Schüppchen, sehe ich gerade. Wir müssen uns mal wieder entblößen, weil es ist mal wieder am Gewitter in dem Kackgebiet hier. Ach. So, und zwar dann mal los. Da, Alno-Kette. Von mir ist auch so. Was habe ich? Ach, der Bogen. Der Bogen, der Bogen, der Bogen. Hier könnte ein Krok sein oder so. Da ist ein Reisender, aber dann ist wieder so eine Falle von Ganon. Kannst mir erzählen, was du willst. Wobei der läuft. Wenn der läuft... Ich habe mich verirrt. Reisender. Ach Mann, das ist schon wieder so eine... Entschuldigung, weißt du vielleicht, wie ich in die Gerudo-Wüste komme? Nein, keine Ahnung. Schade, ich weiß nur die ungefähre Richtung, Südwesten. Wenn mein Orientierungssinn nur so gut wäre, wie mein Gedächtnis für Gesichter. Du bist doch Link, oder? Ma, ich wusste es! Du Drecksack! Hoffentlich trifft dich der Blitz mit deiner Metallwaffe. Ja, der blitzt schon. Idiot, geh weg von mir! Trottel! Was soll ich dazu sagen? Boah, ey. So, tschüss.
Manche Leute, die lernen es nicht. Immer gut, der kam wohl aus der Gerudo-Wüste oder so. Da ist nicht so oft am Blitzen. Da kann man verstehen, dass der so ein bisschen verwirrt war jetzt und getroffen wurde vom Blitz. Ja, aber selber schuld. Ich hab ihn gewarnt. Ich habe gesagt, nee, mach das nicht. Lass es sein. Aber wenn ich hören will, muss fühlen, ne? Kennt man ja den Spruch. So, hier ist gar nichts mehr irgendwie. Da vorne ist ein Krok. Wetten, hier in dem Baumstumpf. Ich habe da schon ein Auge für so langsam. Ich habe keinen Bogen ausgerüstet. Ist nicht gut. Wir haben doch mindestens diesen einen Bogen, der nicht leitet. Und zwar unseren Falkenbogen. Und weg. Hui! Ich habe die Gebäck 30. Geil. Aufsteigen weiter. Ja, Alpo. Alno, wie auch immer, Kette. Gucken wir uns an. Ich will vorher nochmal durch den Wald, denn da könnte es auch ein Krok sein. Das ist auch so ein Schieberbaumstumpf oder was weiß ich, was das hier ist. Ah, hier ist doch was. Erzähl mir nix. Aber wo ist die Frage? Ah, da. Das ist einfach nur so am, in der Luft am Blitzeln. Ja, boah, wir sind hier voll der Krok ran ist das hier in der Episode. So, weiter geht's. Weiter, Epona. Wo sieht's denn noch nach Krok aus? Ja, eigentlich da nirgendwo mehr. Man könnte jetzt hier so und dann da, hier, hier. Ach, zuck, da ist ja schon die Makoro-Insel. Dann laufen wir jetzt hier nur nach, was ist das? Osten? Zur Makoro-Insel. Ja, machen wir das. Wobei, hier ist auch so ein geiler Berg. Sieht aber da nichts aus. Okay. Weiter, weiter. Da unten ist ein Baumstumpf. Krok. Natürlich. Da haben wir ihn doch. Krokki, 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 krok. Krok, 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 krok. Noch ein Krok oder was? Was ist das denn? Da hast du das gesehen? Da ist doch ein silberner Leunen. Haben die gelitten? Oder was? Das ist die Herausforderung des Tages. Silberner Leunen. Das ist doch einer, ne? Oder ist das ein schwarzer? Ein weißer, meine ich ja. Der schreit da rum. Ich weiß nicht, was der anschreit. Ist doch Gewitter? Wenn ja, können wir das nicht vergessen. Mischwesen, die seit Urzeiten überall in Hyrule vorkommen. Sie gehören zu den stärksten und intelligentesten aller Leuen und verfügen über mächtige Waffen. Manchmal speien sie verheerendes Feuer. Nur wenige haben einen weißen Leuen gesehen und die Begegnung überlebt. Ich weiß auch warum. Machen wir platt. Der hat keine Chance gegen uns, der Sack. Sag ich jetzt. Ja, wir müssen warten, bis wir Mifas Segen bereit haben. Dementsprechend muss ich jetzt hier leider ein paar Minütchen verharren. Denn dann haben wir das soweit bereit. Wie lange dauert das noch? 3 Minuten noch. Toll. Ist doch kacke. Wir reiten erst woanders hin, kommen gleich wieder, würde ich sagen. Der läuft ja nicht weg. Der bleibt hier. Können wir den auch von da oben angreifen? Haben wir die erhöhte Position? Dann bringt uns vielleicht was im Kampf. Wahrscheinlich nicht. Aber man kann es sich ja versuchen, schön zu reden. Da waren wir schon, bei der Alno-Anhöhe. Stirb! Nieder mit den Wölfen! So, da vorne ist schon wieder die komische Insel. Wow! Was rennt denn hier alles rum? Hinox, auch noch. Die Klappe. Dann machen wir den Hinox platt. Den kriegen wir hin. Trotz Gewitter, da brauchen wir nämlich kein Schild für ausrüsten. Hallo, Herr Hinox. Wollen Sie mal aufstehen? Wollen wir mal was ganz anderes probieren? Soll ich den Hinox mal zum weißen Leunen hinlocken?
Dann wird dann die Ultra, der Ultrakampf, die Ultra-Erfahrung, das könnte doch lustig werden, oder? Überlegen wir uns das Ganze noch einmal. Wir haben einen blauen Hinox, der eigentlich überhaupt gar keine Gefahr ist, wenn man weiß, wie man mit denen umgehen muss. Und wir haben einen weißen Leunen oder einen Silberleunen, wie auch immer, der zu den stärksten Gegnern im ganzen Spiel zählt, laut Fototext. Sollten wir das kombinieren? Weiß ich nicht, ob so ein weißer Leunen an sich schon schwer genug ist, sei mal dahingestellt. Ich habe keine Ahnung. Nee. Ich würde sagen, nein. Ich kämpfe erstmal so gegen so einen weißen Leunen. Ich meine, die können ja nicht so schwer sein. Denke ich. Wir machen jetzt in der nächsten Episode den komischen Hinox hier platt. In der Zwischenzeit sollte dann auch Mifa mit ihrem Gebet fertig sein. Dann können wir uns den weißen Leunen zuwidmen und den sowas von kaputt dreschen, dass der nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Wir haben noch unser Masterschwert, das kann man ja dann idealerweise verwenden. Ja, wobei, der zieht nicht so viel ab, ne? Das ist ja erst Level 1 oder so. Mit 40 Damage, ich meine, ist jetzt okay. Aber wir haben darum einige bessere Waffen. Werden wir sehen. Das ist dann ein Fall für morgen, ne? Da werden wir uns ja morgen nochmal unterhalten drüber. Alles klar, bis dahin dann. Ciao.